Hallo, mein Name ist Heike Puhlmann. Ich arbeite an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Ich leite dort die Abteilung Boden und Umwelt und wir befinden uns hier auf dem Messturm im Kronwindwall. Das ist eines unserer wichtigsten Untersuchungsgebiete. Ja, hallo, mein Name ist Armin Jakob. Ich arbeite im Regierungspräsidium Freiburg, dort an der Abteilung Forstdirektion und bin da im Referat Biodiversität, Wald, Naturschutz und Waldbau tätig. Der Kronwindwall liegt im Einzugsgebiet der Wasserversorgung von Freiburg und deswegen kann man hier sehr schön exemplarisch untersuchen, wie die Waldbewirtschaftung zur Wasserversorgung beitragen kann. Also zum einen jetzt im Hinblick auf Klimawandel, wie sicher ist überhaupt, dass ein Wald noch Trinkwasser liefern kann, aber auch die Frage, was kann die Waldbewirtschaftung tun, dass diese hohe Wasserqualität, die Wälder bringen, auch in Zukunft weiter erbracht werden kann. Also nur ein gewisser Teil des Regens gelangt im Wald tatsächlich auch in den Boden und dort versickert er. Und wie tief das Wasser da versickern kann, hat was mit den Bodeneigenschaften zu tun. Wie durchlässig ist ein Boden, aber auch was mit der Effektivität der Wurzeln, die da drin sind. Können die das Wasser schnell aufnehmen? Und das wiederum hat auch etwas damit zu tun, was für Wälder da stehen. Gibt es einen Stockwerksaufbau? Gibt es flachwurzelnde Baumarten gemischt mit tiefwurzelnden Baumarten? So kann sehr viel mehr Wasser direkt wieder in die Bäume aufgenommen werden und weniger Wasser in die Tiefe abgegeben werden. Uns als Förster interessiert er ganz besonders im Zusammenhang mit dem Leben und dem Wachstum der Bäume, wie viel Wasser den Bäumen zur Verfügung steht. Und da spielt der Boden als Speichermedium und als Nährstoffmedium eine ganz große Rolle. Und das untersuchen zu können, legen wir für eine ganz typische Geländesituation solche Bodenprofile an. Das heißt, da wird im Prinzip der Boden abgetragen auf eine Tiefe von 1,5–2 Meter, um einfach mal zu schauen, wie der Boden beschaffen ist im Wurzelraum der Bäume. Das geht los praktisch von solchen Grobwurzeln, also Bäume, die für den Halt sorgen, bis hin dann zu so mittleren Wurzeln und dann bis zu diesen Feinwurzeln, die im Prinzip das Wasser und die Nährstoffe aufnehmen. Und eben in diesem Wurzelraum ist dann für uns wichtig zu sehen, was ist das praktisch für ein Boden? Also wie ist der von der Feinheit des Bodens? Ist da ein Steingehalt drin? Wie viel Wasser kann der Boden speichern? Und vor allen Dingen auch, wie gut durchwurzelbar ist der für die Bäume? Was wir jetzt schon sagen können anhand der Modellierungen und der Szenarien vom Weltklimarat, ist, dass man sagen kann, dass insgesamt voraussichtlich für die nächsten 30, 50 Jahre die Niederschläge, die in den Wald eingetragen werden, dass die relativ gleich bleiben, sagen wir mal in der Summe. Aber dass wir wahrscheinlich eine andere Verteilung der Niederschläge bekommen. Das heißt, wir bekommen im Sommer voraussichtlich deutlich weniger Niederschläge, im Winter dafür etwas mehr. Und damit bringen wir die Bäume natürlich im Sommer in der Vegetationszeit, da bringen wir die im Prinzip in eine Defizitsituation. Ich bin Hydrologin und ich freue mich total, im Wald arbeiten zu können, weil ich gerade hier im Kronwindwald sehe, dass der Wald so viel beitragen kann für gesellschaftliche Ansprüche. Also hier haben wir heute das Thema Wasservorsorge thematisiert. Also sauberes Wasser produzieren zu können und auch in Zukunft genügend sauberes Wasser produzieren zu können und zu überlegen, was können wir da in der Forstbewirtschaftung, Waldbewirtschaftung dazu beitragen, dass das auch in Zukunft so sein wird. Das macht Spaß und man hat das Gefühl, man macht eine Arbeit mit Sinn. Mich hat es eigentlich schon immer fasziniert, dass im Wald so viele Tiere und Pflanzen leben, von denen man gar nicht so weiß, wie leben die, was essen die, wo wohnen die. Und das war für mich auch, glaube ich, so mit der Grund, diese Forstwirtschaft zu studieren und damit einfach so ein bisschen mir das Wissen anzueignen, ja, was diese Tiere, was diese Pflanzen alles tun. Und damit natürlich auch, ich sag mal, später ableiten zu können, wie kann man diese ganzen Tiere und Pflanzen, die im Wald leben, am besten schützen. Wir behalten den Wald im Auge. An über 800 Standorten in Baden-Württemberg.